Kinder, was geht bei euch ab? Junge, willkommen zu einem weiteren COD Commentary. Ist hier direkt Cheese, die direkte an ist, oder? Ihr habt vielleicht bei Big Wallen schon gehört, dass er, seine Freundin, meine Freundin und ich bald in Urlaub fahren. Du Drecksack, du Dreckiger. Und ja, wir... Wo bist du? Fuck! Wir fahren am Mittwochnacht, auf Donnerstag fahren wir nach Ungarn zu viert. Und dann bin ich natürlich erstmal in Urlaub. Da wird dann nicht so viel Neues kommen. Ich mache jetzt dieses Video, das nehme ich jetzt gerade noch auf, in der kürzesten Zeit meines... Das nehme ich noch auf, ja. In der kurzen Zeit halt. Nicht übertreiben jetzt hier. Also erwartet jetzt erstmal die nächste Woche, die nächsten 6, 7 Tage nicht so extrem viel Neues. Tausender Brezi, komm schon, Junge! Wo ist er hier gehüpft, der Depp? Lächerlich. Lächerlich. Ich hab's zwar ein bisschen gebraucht, aber lächerlich. Mein heutiges Thema. Kinder, die überfahren werden. Eigentlich, also ich meine nicht nur eigentlich, sondern es ist... Oh ja, Spiel schon vorbei. Noch eins, komm. Es ist kein lustiges Thema, aber ein bisschen schon. Nein, ist es nicht. Wenn ein Kind überfahren wird, angefahren wird, wenn Kinder unter Autos springen, schlüpfen, immer Kacke. Immer Kacke. Da gibt's dann natürlich auch die verschiedensten Sichten natürlich, ne? Der Fahrer, das Kind, die Eltern des Fahrers möglicherweise, man weiß es nicht. Und so generell heißt es ja, der Autofahrer ist immer schuld, ne? Weil man muss ja immer so fahren, dass man bremsbereit ist. Auch wenn einem das Kind genau vors Auto springt, wo man eigentlich unmöglich, oh mein Gott, die Kamera wackelt. In Situationen, in denen man möglicherweise, oh, Slums. Unmögliche Regeln kann, trotzdem ist der Fahrer schuld. Was eigentlich, also ich bin ja doch ziemlich eigen. Ja, es sind sicherlich viele so, was da schon ziemlich schwach ist eigentlich, normalerweise. Was hat das Kind überhaupt auf der Straße zu suchen? Warum sind die Kinder auf der Straße? Also ich meine, im Hauptteil dieser ganzen Geschichte ist es ja ein Fehler der Eltern, oder nicht? Die Aufsichtspflicht ist verletzt worden. Wir sprechen jetzt hier von Kindern, ich sag jetzt mal, unter 6 oder so. Oder unter 5. Oder bis 5 halt. Da ist doch oder eigentlich ist die Aufsichtspflicht doch, wie lang, bis 18, keine Ahnung, bis 16, bis 12? Die Aufsichtspflicht ist da verletzt von den Eltern. Die müssen doch auf das Kind aufpassen, dass es nicht unter die Räder kommt, eigentlich. Theoretisch sind sie doch selbst schuld, wenn das Kind vor ein Auto rennt. Ich spreche jetzt hier übrigens von Unfällen, die wirklich unfalltechnisch geschehen sind. Nicht jemand, der mit 800 durch die 30er-Zone fährt und ein Kind erwischt. Der ist selbst schuld. Ja, ich rede jetzt von normal fahrenden Menschen. Ich habe vorhin was gesehen im Internet, eine Frau im Wohngebiet sucht eine Frau einen Parkplatz und da malen zwei Kinder, das eine Kind ist 2, glaube ich, das andere 4, malen auf dem Boden, auf der Straße mit Kreide. Wohl irgendwie blöd um die Kurve, man weiß es nicht. Ja, was will man da denn machen? Man fährt um die Kurve, vielleicht sogar gerade rückwärts, weil man ja einen Parkplatz sucht und die Kinder sind auf dem Boden. Du siehst die nicht, wenn es blöd kommt, siehst du sie nicht, dann rollst du gemütlich drüber. Was machen denn die Kinder auf der Straße, bitteschön? Wo Auto, auf der Straße fahren Autos. Ist eigentlich der Autofahrer auch schuld, wenn ein Kind auf der Autobahn überfährt? Ich meine, da haben Kinder ja noch weniger zu suchen wie auf der Straße. Alter, verkackter Zielsucher, Noob, Junge. Third down. Kurzstunde down. Wisst ihr, ich versteh's ja, wenn es jetzt heißt, 30-jähriger Hans Wurst überfährt Kinder auf Spielplatz. Da hat ein Auto nichts zu suchen. Da ist auf jeden Fall, irgendwie ist dem Fahrer was Blödes passiert. Ja, da ist der Fahrer schuld oder hat das Kind zu Hause im Bett überfahren oder so. Das macht alles Sinn. Aber auf der Straße, da gehören Autos ja auch hin, wisst ihr? Wenn da ein Kind was haben Kinder da zu suchen? Auf Baustellen gibt's diese Schilder, ihr kennt sie. Eltern haften für ihre Kinder, Kinder haben ja nichts zu suchen und so weiter. Wenn da was passiert, dann ist es nicht irgendwie die Baufirma schuld, denn die machen sich doch damit, und jetzt lass mich nicht im Stich, mit meinem Wissen hier, die machen sich doch damit, ziehen sich aus der Affäre mit diesem Schild. Da steht ja, da dürfen keine Kinder hin. Warum macht man denn nicht einfach an jeder Straße so ein Schild hin? Nur an Übergängen dürfen Menschen generell kreuzen, nur an Übergängen. Es geht ja auch um Menschen an sich, um verwirrte Leute. Was? Ja, ich habe vielleicht blöd angefangen, das war jetzt nur für den reißerischen Titel, wisst ihr? Aber auch Erwachsene, was habt ihr auf der Straße zu suchen? Ich gehe nicht über die Straße, wisst ihr? Es sollte einfach, es gibt Überwege und da geht man drüber, wenn man irgendwo anders erfasst wird, blöderweise. Selbst schuld, wisst ihr? Selbst schuld, Mensch! Wenn man dann dafür auf dem Zebrastreifen erwischt wird, oh, wow, das ist dann sehr empfindlich für den Fahrer, ja? Aber so? Ich weiß auch nicht, also, kann das denn gut heißen, da mit dem 6-2, Alter, wie gut ich auf einmal bin. What? Seitdem ich in Walling gespielt habe, bin ich ein bisschen gut geworden. Wie seht denn ihr das? Was sagt denn ihr dazu? Also, ich finde, bei mir hieß es früher, Jan, wenn du auf die Straße gehst und dich ein Auto überfährt, nee, Moment, meine Eltern sind keine Pfälzer. Jan, wenn du auf die Straße läufst und ein Auto dich überfährt oder dich, mitnimmt, heißt es bei uns. Wenn dich ein Enner mitnimmt, bumm, dann, also nicht einpacken von mitnehmen, sondern mitnehmen, ne? Ihr wisst schon, man bleibt dran hängen und wird, so, dann bist du selbst schuld.
Und dann kriegst du noch Ärger. Ich wäre überfahren worden, würde halbtot da rumliegen, meine Mutter würde auf mich eintreten. Selbst schuld, du Depp! So wurde ich erzogen. Ich bin als Kind einmal, kurz nach dem Kindergarten, ich erinnere mich noch stark. Du kleiner Kackbock, Mann! Bin ich über die Straße gelaufen, mit meiner Mutter und ich glaube auch noch mit meiner Tante. Und wir haben alle geschaut, ne? Es waren ja auch Supervisor, Supervisions war ja mit dabei, zwei Erwachsene. Ich habe aber schon damals beigebracht bekommen, dass man natürlich gucken soll, wenn man über die Straße geht. Um möglicherweise heranfahrende Autos zu sehen. Egal. Und alles war cool. Und dann waren wir auf der anderen Straßenseite und ich wollte meiner Tante und meiner Mutter zeigen, wie toll ich rennen kann. Und sag, guck und renn zwischen zwei geparkten Autos auf die Straße. Die konnten so schnell gar nicht rufen. Ich renne auf die Straße, da kommt ein Auto. Es bremst und ist gerade so, ist halt zum Stehen gekommen. Hat mich nicht überfahren. Sonst würde ich jetzt vielleicht anders aussehen oder wäre ich gar nicht da. Fuck, Mann, warum wurde der nicht überfahren, als er ein Kind war? Guck mal, wie ich gefallen bin. Naja. Meine Mutter hat natürlich dann, alle waren erschrocken, ne? Dem Autofahrer wird ein entschuldigendes Handzeichen gegeben. Entschuldigung, das scheiß Kind ist behindert. Ja, und dann habe ich aber auf die Freck bekommen. Hat's aber Ärger gehagelt, weil ich Idiot auf die Straße gerannt bin. Ja? Wie er sich hinschmeißt, Mann, du hast es verdient, du Fickerich, Crime Zone. Scheiß Hinleger. Man rennt nicht auf die Straße, wenn ein Kind überfahren wird, sind die Eltern schuld, außer es wird unangenehm überfahren. Also der Fahrer ist schuld. Man will ja nicht immer und so. Aber hey, ich renne hier rum und mach Tony Hawk mäßig auf dem scheiß Gelände rum. Bin ich behindert? Stellt euch vor, ihr fahrt durch eine Spielstraße, ihr fahrt 30 km/h, wie es vorgeschrieben ist. Und ein Kind rennt an einem parkenden Auto direkt vor euer Auto, direkt! Instant. Selbst wenn ihr bremst, fahrt ihr tot. Warum ist dann der Autofahrer schuld? Warum? Der Autofahrer ist da nicht schuld. Das Kind ist schuld, beziehungsweise dessen Eltern. Da muss man noch ein bisschen weg. Ich muss in den Straßenverkehrs Kinderüberfahramt. Und das mal durchsprechen. Ich bin schon oft mit meiner Nichte unterwegs gewesen. Die ist mittlerweile alt, 6 oder so. Die hat großen Respekt vor Autos. Die guckt. Natürlich rennt sie manchmal einfach blindlings über die Straße, also möchte sie gerne. Und dann bin ich oder ihre Mutter oder irgendjemand ist dann da, also ich als Onkel, ne, in der Onkelfunktion. Oder halt irgendjemand, der das Kind zurückhält. Und wenn das nicht passiert, wenn ich mit meiner Nichte umherlaufe und die mir abwitscht und vor ein Auto auf die Straße rennt und totgefahren wird, dann bin ich schuld und nicht der Fahrer. Und dann muss ich theoretisch oder die Familie muss dann aufkommen, um dem Fahrer auch Schmerzensgeld zu überweisen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das ist scheiße psychisch, wenn du ein Kind tot fährst. Das macht nicht immer so viel Spaß, wie man vielleicht denkt. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite, ja? Der arme Fahrer hat ja auch ordentlich gelitten. Wie geht's denn so einem Menschen, wenn man einen anderen Menschen tot fährt? Ist doch kacke. Ja, wie seht denn ihr das? Seht ihr das auch so wie ich oder komplett anders und lirum larum? Schreibt's in die Kommentare, ihr Pimmelnasen. Meine Nase. Brown Bear, komm schon, töte ihn. Wie stand's? Naja, immerhin Zweiter. Es läuft mittelprächtig. Ja, gut. Also vielen Dank fürs Zuhören. Tut mir leid, dass es so dunkel ist in der Kamera. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.